So, liebe Leute, der offizielle Speedlauf ohne eingeklemmte Welle. Udo, sein Wagen, hat jetzt auch endlich eine schöne Karo drauf. Und Udo hat sich so geile Schwaggy-Reifen aus dem 1-10er-Bereich, würde ich sagen, drauf gemacht, weil haben wir nichts. Ja, Konrad-Reifen. Really? Genau, von welchem Auto sind die? Ich weiß es nicht. Da sind auch ganz andere Muttern bei gewesen. Somit eigentlich als also richtige Schrauben sogar. Und kurz zurück. Ja, mach doch einen kleinen Schwenker. So, sieht auf jeden Fall cool aus. Hat so ein ja, weiß ich nicht, leichten aggressiven Style. So, und wir machen jetzt mal den Speedlauf. Wie gesagt, den offiziellen. Und würde sagen, let's go. Das neue Servo funktioniert richtig gut, aber der Wagen eiert trotzdem. Also der hat ja vorne so leichten Spiel, das muss man ein bisschen ausgleichen. Aber mit dem neuen Servo viel, viel, viel besser. Meinte Udo auch schon eben gerade. Der Wagen eiert nicht mehr so stark. So, das waren jetzt 2 S-Gen Ace. Oh, da kommt ein Auto. Ich komme mal schnell zurück. So. Das waren jetzt, wie gesagt, 2 S-Gen Ace. Und Geschwindigkeit sind 60,3. Bei Udo haben wir das vorhin gemessen mit 58. Das waren aber letztes Mal 55. Das heißt, die Räder haben ihm 3 km/h plus gegeben, weil die einen Tick größer sind. Zentimeter. Ja, jetzt machen wir 3S rein und dann let's go. Jetzt bin ich aber gespannt auf 3S. So, 60 Sachen. Ohne eingeklemmte Kardanwelle. So, hier ist nochmal der 2S, Gen Ace. Nehmen wir SLS, ne? SLS hat mehr Druck, denke ich. Eigentlich schon, ja. Ja, ich habe noch den anderen mit, den Hacker. Ja, aber der oder? SLS ist... SLS das hat, glaube ich, weiß jeder. Mehr Power, ne? Hier, SLS, 1800, 3S. Let's rock. So, der passt hier auch schön rein durch die... Durch die Modifikation, die ich ja in dem Video gezeigt habe. Die hat Udo übrigens auch gemacht. War eigentlich das Beste, was man machen kann, ne? Ja, da kriegst du wenigstens die Akkus vernünftig raus. Ja. Und die Schraube auch schön weggemacht, damit das nicht stört. Ja, das muss ich noch. Achso, hast du ne? Nee, ich habe da gestern keine Muße mehr zu gehabt. Na gut. So, 3S. Karo schön hier einklemmen, dann bleibt die nämlich heil. Zack. Und zerschrubbelt nicht so schnell. So, jetzt machen wir 3S Test. 3S Speedlauf. 0 km/h. So. Sagen wir uns? 0 km/h. 3S. SLS. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Power. Vorsicht für alle Fahrer, die auf der Straße sind. So. Viel besser. Guck mal, ich kann gleich durchziehen. Und mit dem anderen Servo ging das gar nicht. Ja, weil du mal korrigieren ja, genau. Das ist echt, das so. War schade. Oh. So, oh. So, 3S. Guck's dir an. Oh. Ja, ich muss. Wir machen nochmal, zieh nochmal durch. Richtig geil, das Servo. Volle Pulle. Und nochmal zurück. Läuft richtig gut. So kann man auch 3S fahren, finde ich. Mit einem ordentlichen Servo. Guck dir das an. Ich muss kaum lenken. Alter. So, dann wollen wir mal gucken. Einmal den Punch. Okay. 3S. Oha. 85 km/h, also 84, kann man es sehen? 84,5, also fast 85 Sachen auf 3S. Das ist aber fett, Mann. Oh, scheiße, der ist schneller als der Desert. Der Desert hat nur 80 geschafft. Nur. Ey, Leute, überlegt euch das mal. Die Größe, 85 Sachen. Ey, wir müssen das nochmal gucken. Ich fahr nochmal. Komm, Udo, lass mal nebeneinander. Mal gucken, den krassen Unterschied den Leuten mal zeigen. Okay, langsam Vollgas. Und dann ist man auch weg mit 3S. Ja. Ich traue mich nur nicht ganz durchzuziehen. Komm, andere Seite.
Oh, das ist so schnell. Der reißt richtig für eine Straße, dann alles wird sich echt gefährlich. Ja, geil. Udo, willst du auch mal 3S? Ja. Okay, komm. Ich will sehen, was die Reifen rausholen bei 3S. Wenn die sich zerrocken. So, dann machen wir Udos Test jetzt auch nochmal, weil wir hatten bei Udo nur 2S getestet. Mal gucken, hat sich was verändert? Ne, 84,5. Jetzt machen wir kurz bei Udo. Und dann war es das mit dem Speedlauf von dem Truggy Kit. Ich find's krass. Echt heftig. Wahnsinn. Bin gespannt. So, 3S bei Udo. Den Hund mitnehmen. Durch die Reifen schwammiger oder? Genau, oder besser? Okay. Vorsicht, du hast nicht so viel Platz hier, ne? Okay. Ja, okay. Richtig durchziehen. Ach, das ist Vollgas schon? Ja, ja, deswegen. Ich habe nur 3500 kmh auf. Ah, okay. Aber es sah letztens, aber du hast doch letztens, ja gut, das war was anderes, ne? Da war meine Kaderwelle ja angeklemmt. Ach, und haben wir gleich noch einen Spezial-Speedlauf, merke ich gerade. So, jetzt bin ich mal gespannt. War aber trotzdem, sah schnell aus. Ja. 72? Der war letztes Mal schneller. Ja. Dann liegt das wirklich am Akku. 72. Dann macht das der Akku. Dann wollen wir mal Akku tauschen. Ja, lass mal Akku tauschen. Ich baue mal deinen Akku noch. Warte noch kurz, Daniel. Ja, ja, ich baue mal meinen kurz aus. Wir testen mal kurz das, sehen. Das werden wir jetzt mal kurz gucken, schnell. Das ist ja interessant. Heftig. Das ist weniger. Ja. Hier. Weil der hat 35 bis 70C. Ja, SLS halt. Und was hat der Hacker? Ich guck mal kurz, dann kannst du den SLS schon mal einbauen. So, oh, der ist aber schon warm. Der Hacker hat 25C. Jetzt schauen wir mal. Was hatten wir eben gerade angestellt? 72. Jetzt gucken wir mal mit dem SLS. Kurzer Umbau. Und danach, Leute, guck mal da. 1,5er Losi 5B, ne? Ja. Auf Brushless Umbau. Werden wir auch gleich mal Speedlauf machen. Ist schon echt jetzt drin, statt Hacker? Merkst du schon. Oh ja. Krass, was Lipos ausmachen. Wahnsinn. Du weißt, was es bedeutet, ne? Dann müssen wir uns 3S von SRS holen. Haben mehr Power als andere Teile. Anscheinend. Ja. Deutlich. Definitiv. Deutlich mehr Power. Ja, da kam der Hacker wohl nicht so gut weg. Ja, das hört man schon. Das hört man und das sieht man auch. Krasser Scheiß, Mann. Da würde ich jetzt sagen, 78, Udo. Weißt du, wieso 78? Weil 75 plus 3. Ja. Mal gucken. 72 waren es eben. 80. Oh, hier. 80 gut. Sachen. Nur durch den Tausch vom SLS-Akku. Kann man ja sehen, ne? Alter Schwede, 8 km/h gleich direkt mehr. 80 Sachen. Nur durch den Lipo. Ja. Du kannst mal sehen, was das wirklich ausmacht. Wahnsinn. Und dann noch die großen Reifen. Auch noch Bonuspunkt. Ja, das ist natürlich klar. 3 km/h. Ja. Aber krass. Heftig. Ja, Leute, das war's zu den kleinen Autos. Jetzt kommt der große. Hast du da gerade erwähnt? 0 km/h. Und der liegt schwerer auf der Straße. Losi 5B, Umbau auf Brushless mit Castle-Motor. Und welcher Regler ist da drin? Auch Castle. Auch Castle-Regler. Und welche Lipos? Das Team Undercover. Team Undercover 8S. 8S. Team Undercover 8S, 2x4S. Ein Akku kostet, glaube ich, 100 irgendwas, ne? Also es sind hier 200 Euro nur die schon die Lipos wert. Ja. Total crank die Nummer. So, ich mache hier hinten. Ich hoffe, dass er hier überlebt. So, hier ist meiner mit 0 und hier vorne mit 10 km/h. Wir haben 2 locker jetzt dran. Mal gucken. So, Daniel. Gib alles. Und kennt überhaupt nicht gerade, was ist da los? Ja, ich habe auch gesagt, das kriege ich auch wieder nach hinten. Was ein Schiff, ey!
So, jetzt durchziehen, Daniel. Wie so ein Raumschiff, Alter, was für Weizen, ey. Nicht, vielleicht 60, 70? Ich habe keine Ahnung. 82 sagt meiner. Und deiner auch. Komm mal her mit der Kamera. Boah. Guckt euch das an, Leute. Das hält mich wieder. 5B ist ein Riesen. Guckt euch meinen Schuh an. So, mein Logger. 8S. 82 km/h. Und hier vorne, sein Logger zeigt genau das gleiche an. Wobei der zeigt 82,7 an und der zeigt 82,6. Das zeigt aber auch, dass die locker gleich gut funktionieren. 0,01 km Unterschied. Ja, 5T und dann unsere kleinen. Warte mal, ich zeige euch das mal. So. 85, 82. Alter, krass, ey. Jo, das war's. So, einmal tschüss die Runde. Udo, tschüss. Ja. Tschüss und Kamerafrau, wisst ihr ja Bescheid. Wahnsinn.